1992 war bei Commodore ein sehr bewegtes Jahr. Es erschien der unglückselige Amiga 600, der mehr rufschädigend als irgendetwas anderes war. Später kam dann endlich wieder ein Bestseller heraus, mit dem die Anwenderschaft etwas anfangen und die Fangemeinde feiern konnte, der Amiga 1200. Doch ein wenig vor dem 1200er erschien sein großer Bruder, der letzte große klassische Amiga, den es vor der Firmenpleite 1994 geben sollte, der Amiga 4000. Ausgestattet mit dem AGA-Chipsatz, einer 68040er CPU und guten Erweiterungsmöglichkeiten dank des schnellen 32-bittigen Zorro 3-Busses, war der 4000er der letzte Hoffnungsträger für Commodore. Anfang 1993, schon verdammt knapp bei Kasse, legte das Unternehmen noch einmal eine Schippe auf und brachte die Tower-Version des 4000ers, welche noch eine Kante leistungsfähiger war. Glaubt man den verfügbaren Quellen, so ging Commodore aber bereits nach nur 200 produzierten Amiga 4000 T das Geld aus und die Geschichte lehrt uns, dass die letzte große Hoffnung vergebens war. Am 29. April 1994 meldete Commodore International Konkurs an. Kurioserweise schrieben zu dieser Zeit Commodore UK und Commodore Deutschland noch schwarze Zahlen. In einem letzten Kraftakt versuchte die englische Tochter sogar noch, sich die Rechte am Amiga zu sichern. Doch auch hier reichten die finanziellen Mittel nicht aus. So kam es dann zum Transfer zu Escom, welcher bekanntlich ja ebenfalls in einem Desaster endete. Escom produzierte zwar wieder Amiga 1200 und 4000, doch neben diesen bereits alternden Geräten brachten sie, außer heißer Luft, nichts Neues auf den Markt. Nach einem versauten PC-Weihnachtsgeschäft 1995, Escom hatte sackweise Pentium 75 PCs eingekauft, die Konkurrenz wartete aber bereits mit Pentium 90 PCs auf, war der Laden dann pleite und mit ihm die letzte ernstzunehmende Hoffnung auf neue Amigas. Es gibt zwar einen Amiga-Typ nach dem 4000T, welcher eigentlich Anspruch darauf hätte, als der wirklich letzte klassische Amiga zu gelten. Jedoch gibt es vom Amiga Walker lediglich zwei halbwegs funktionierende Prototypen. Wer einen davon mal sehen möchte, der muss auf eine Convention kommen, welche auch vom letzten Amiga-Internationalchef Petro Tischtschenko besucht wird. Er hat den kleinen Staubsauger in aller Regel mit dabei. Doch jetzt genug der Geschichte. In dieser Folge schauen wir uns den Amiga 4000D, also die Desktop-Variante des Amiga 4000 an. Warum nur die D und nicht die T-Variante? Naja, weil T nicht nur für Tower, sondern heutzutage auch für teuer, sehr teuer steht. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie immer beginnen wir von außen. Kritiker bezeichnen das Design des Amiga 4000D als das eines verkappten PCs, dem man die sich anbahnende Finanznot bei Commodore bereits ansehen würde. Natürlich ist das Geschmackssache und gewiss ist der Vorgänger Amiga 3000 in Sachen Design eine ganz andere Klasse, aber generell will ich diese Kritik nicht gelten lassen. Immerhin finden wir in der vorderen Kunststoffblende diese Amiga-typischen Sicken hier, das glänzende Commodore-Logo und der Amiga-Schriftzug sind als Relief ausgeführt und wirken daher alles andere als billig. Auch ist das Gehäuse aus stabilem Metall gefertigt und nicht aus kostensparendem Kunststoff. An der Vorderseite finden wir die Power-LED, eine LED, welche die Aktivität der Festplatte anzeigt, zeitgenössisch ein Schloss zum Deaktivieren des Keyboards und einen 5¼ Zoll Schacht, den wir ja beim Amiga 3000 so schmerzlich vermisst haben. Vielleicht sind die Gehäuse der großen Amiga Desktops sehr gute Zeitzeugen in Sachen Wechseldatenträger. Während man im 5¼ Zoll Schacht des 2000ers normalerweise ein 5¼ Zoll Floppy Laufwerk installiert hat, war man sich wohl beim 3000er nicht wirklich sicher, wie es weitergehen würde und verzichtete komplett auf einen Schacht in dieser Größe, nur um ihn im 4000er wieder einzuführen für das nun en vogue gewordene CD-ROM Laufwerk.
Darunter finden wir zwei 3,5 Zoll Schächte, welche beispielsweise für zwei interne Diskettenlaufwerke genutzt werden können. Der Amiga 4000 wurde mit einem HD-Diskettenlaufwerk ausgeliefert, welches auf entsprechenden Disketten bis zu 1,76 MB speichern konnte. Man kann aber hier auch gewöhnliche DD-Laufwerke für 880 KB pro Diskette einbauen. Warum die HD-Geschichte nicht so ganz das Gelbe vom Ei war und ist, dazu kommen wir später. Letztlich haben wir noch den Powerknopf an der Front. Wie beim Amiga 3000 finden wir auch beim 4000er die Anschlüsse für Maus, Joystick und andere Eingabegeräte an der Seite. Allerdings beim 4000er ist es die linke Seite, beim Amiga 3000 sitzen die Anschlüsse rechts. Unterschied zum 3000er, der Keyboard-Anschluss ist hier nicht zu finden. Auch hier wieder mein Hinweis, diese seitliche Anordnung birgt die Gefahr in sich, dass man angeschlossene Stecker unbeabsichtigt abschert. Also vorsichtig damit sein. Aber jetzt auf die Rückseite und die vier Einschübe hier signalisieren es bereits. Wir haben vier Zorro 3 Slots in der D-Variante des Amiga 4000 zur Verfügung. Der Tower wartet übrigens mit 5 Zorro Slots auf. Diesen VGA-Anschluss, den ihr da seht, der gehört zu einem nachgerüsteten Flickr-Fixer Scan-Doubler, denn Commodore war der irrigen Meinung, dem 4000er den internen Scan-Doubler wieder zu entreißen, welchen man ja erst zuvor im 3000er eingeführt hatte. Ich komme auf diese Idiotie noch einmal zurück, später, wenn wir uns die Innereien anschauen und die Kiste in Betrieb nehmen. Die weiteren verfügbaren Anschlüsse sind die bekannten Chinch-Buchsen für den Audioausgang, der 23-polige RGB-Videoausgang und hier eine Amiga 4000-Spezialität, ein Mini-DIN-Anschluss für das Keyboard. Kommt nicht in Versuchung, hier ein PC-PS2-Keyboard anzuschließen, es wird nichts. Ihr könnt aber ein A2000 oder A3000-Keyboard nehmen und mittels eines solchen Adapters hier von DIN auf Mini-DIN wechseln. Dann haben wir noch den 23-poligen Disk Drive Port für externe Diskettenlaufwerke. In Summe können wir wieder bis zu 4 Diskettenlaufwerke betreiben. Und dann natürlich noch jeweils der 25-polige parallele und die 25-polige serielle Schnittstelle. Der Schlitz hier oben ist nicht original, ist eine Bastelaktion von mir, wird später noch interessant werden. Zu guter Letzt hat der Amiga natürlich ein Netzteil und das war's von außen, denn auf der anderen Seite gibt's nichts zu sehen, außer Blech. Das Gehäuse an sich haben wir sehr schnell geöffnet, wird es doch nur von zwei Schräubchen fixiert. Sehr bastelfreundlich, muss man schon sagen. Der erste Blick ins Innere lässt die Verwandtschaft zum Vorgänger A3000 erkennen. Auch hier haben wir die Hauptplatine nebst dem senkrecht eingesteckten Daughterboard, welches die Zorro-Slots trägt. Was sofort ins Auge fällt, die nun doch schon sehr PC-ähnliche Anordnung des Arbeitsspeichers. 5 Sockel, A72-Pin, können 32-bittige SIM-Riegel aufnehmen. Wobei die ersten 4 für das Fast-RAM sind, in Summe maximal 16 MB, und der letzte für das Chip-RAM zur Verfügung steht, entweder 1 oder 2 MB. Hierzu finden wir auf der Platine einen traurigen Witz. Jumper 213 und 214 suggerieren, man könne 8 MB Chip-RAM auswählen. Aber nee, geht leider nicht. Das wäre für den AAA-Chipsatz gewesen, aus dem ja nichts geworden ist. Solltet ihr einem Amiga 4000 begegnen, der nur 4 RAM-Sockel hat, dann habt ihr ein sehr spätes Modell erwischt. Hier wurden die 2 MB Chip-RAM fest eingelötet, um Kosten zu sparen. Wichtig ist die korrekte Einstellung des Jumpers J852, mit dem ihr festlegt, welche Speichergröße ihr pro Fast-RAM-Riegel verwendet. Wenn man die vollen 16 MB Fast-RAM beispielsweise mit 4x4 MB Riegeln haben möchte, muss der Jumper in dieser Stellung, also 1M x 32, sein. Unterschiedlich große Riegel dürfen nicht gemischt werden und wenn man 8 MB Riegel einsetzt, so funktionieren diese nur, wenn sie in Bank 1 und 3 betrieben werden.
Unterstützt werden Standard Page Mode Sims. Mit EDORAM kann das System alleine nichts anfangen, manche Turbokarten von Drittherstellern hingegen schon. Da haben wir wieder die Pufferbatterie. Im Original ist das eine böse Tonne, welche mit der Zeit aussuppt und die Pampe dann das Mainboard auffrisst. Hier wurde rechtzeitig reagiert. Nochmal ein Dankeschön an den Lord of Lego aus dem A1K-Forum für diese einwandfreie Arbeit hier. Nun haben wir da einen wartungsfreundlichen Knopfzellenhalter. Das kann ich so nur empfehlen. Schwenk rüber auf den Super Buster. Der ist wie im Amiga 3000 der DMA-Controller und sollte nach Möglichkeit nur in Version 11 verwendet werden. Frühere Versionen zeigen Probleme mit DMA-fähigen Zorro-Karten. Weiterhin finden wir im AGA-Chipsatz die Nachfolgerin von der guten alten Denise. Sie heißt jetzt Lisa und treibt es zusammen mit der Agnes-Nachfolgerin Alice ganz schön bunt. Kam der OCS-ECS-Chipsatz auf 32 gleichzeitig darstellbare Farben, respektive 64 im Half-Bright-Modus, und das Ganze aus einer Palette von 4096 Farben, so schafft es der AGA-Chipsatz nun auf 256 gleichzeitig darstellbare Farben bzw. auf sagenhafte 262.144 Farben im HAM-8-Modus. Das Ganze basiert nun auf einer 24-Bit-Farbpalette, also mehr als 16 Millionen Farben. AGA kann, genauso wie ECS, VGA-verträgliche 30 kHz Screen-Modi darstellen und das sogar im Standard-VGA-Format 640x480. Vielleicht war das einer der Gründe, weshalb man dem 4000er keinen Scan-Doubler mehr gegönnt hat. Denn mit einem einfachen 23-poligen Amiga RGB auf 15-Pol VGA-Adapter, wie diesem hier, kann man einen VGA-Monitor am 4000er betreiben. Doch leider ist das Ganze nicht zu Ende gedacht. Man muss ja erstmal diesen Multiscan-Screen-Modus einstellen. Dazu braucht man die Workbench und in welchem Screen-Mode startet die Workbench? Genau, PAL, also 15 kHz. Was macht da unser VGA-Monitor? Na genau, nix. Er kann damit nix anfangen. Brauchen wir also erstmal einen anderen 15 kHz verträglichen Monitor. So, nun haben wir die Workbench VGA-kompatibel eingestellt. Unser VGA-Monitor zeigt die Workbench an. Schön. Aber wieder nicht zu Ende gedacht. Was passiert, wenn wir nun ein Amiga-Programm laden, vorzugsweise ein Spiel, von denen die meisten die Standard-Screen-Modes PAL oder NTSC benutzen? Und genau, unser VGA-Monitor steigt wieder aus und wir sehen gar nichts mehr. Wenn man also einen VGA-Monitor am Amiga 4000 einsetzen möchte, so kommt man nicht drum herum, einen Fliggerfixer Scan-Doubler nachzurüsten. In klassischer Form kann man dies gleich in Kombination zusammen mit einer Grafikkarte machen, denn der Videoslot liegt ja in Reihe zu einem Zorro 3 Slot und dafür gibt's passende Karten, wie etwa die CyberVision 64 3D. Wer so eine hochpreisige Lösung nicht anstrebt, für den drehe ich mal wieder an meiner tibetischen Gebetsmühle und schlage rundheraus den Indivision AGA für den Amiga 4000 vor von Individual Computers. Das Installationsprinzip ist das gleiche wie im Amiga 1200. Der Indie AGA wird über Lisa gestülpt, festgedrückt, mit Masse verbunden und der VGA-Anschluss wird idealerweise über ein Slotblech herausgeführt. Im damit belasteten Zorro-Steckplatz können wir jetzt natürlich nur noch intern wirkende Karten einsetzen, die kein Slotblech nach außen haben. Wenn man jetzt immer noch eine Grafikkarte haben möchte, um noch mehr Screen-Modes und noch mehr Farben nutzen zu können, dann sollte man zu einer Karte greifen, die sowohl VGA-Ein- als auch Ausgang hat, wie etwa die CyberVision 64. Ohne 3D hinten dran, ne? Also nur CyberVision 64. Und wer sich genauer darüber informieren will, der schaut sich die YesterChips Folge 18 an. Da geht's schwerpunktmäßig um Grafikkarten. Eins noch im Zusammenhang mit der Grafik, über Jumper J212 wird eingestellt, ob der Amiga im PAL- oder NTSC-Modus laufen soll. Der ganze schöne neue Chipsatz hat aber auch etwas Erzkonservatives an sich. Paula.
Paula blieb seit ihrem Debüt 1985 im Amiga 1000 technisch nahezu unverändert. Nur ihre Bauform änderte sich. Was ihre prominenteste Aufgabe angeht, nämlich die Bereitstellung der Soundausgabe, so kann man ihre Qualität für 1992 noch durchgehen lassen. Das Thema Sound erfuhr sogar eine kleine Erweiterung, wie man sie aus der PC-Welt heraus kennt. Mit so einem Audiokabel kann man ein CD-ROM-Laufwerk über diesen Anschluss hier mit der Soundausgabe verbinden. So schafft man sich für Audio-CDs einen simplen Player. Paula ist neben dem Sound aber auch für den Betrieb der Diskettenlaufwerke zuständig und hier wird's nun blöd für die alte Dame. Mit Double-Density-Laufwerken kommt Paula einwandfrei klar, aber mit High-Density-Laufwerken hat sie ihre Probleme und muss diese daher mit beinahe halber Geschwindigkeit ansteuern. Da hat man echt den Deibel mit dem Belzebub ausgetrieben. Auf Gedeih und Verderb musste es ein HD-Laufwerk sein, welches mit seinen 1,76 MB den Standard des PCs, der ja nur 1,44 MB bietet, ausstechen kann, aber im Umkehrschluss dann nur mit halber Kraft betrieben werden kann. Schön blöd. Aus heutiger Sicht kann ich ein HD-Laufwerk im Amiga nicht wirklich befürworten. Die meiste Software ist auf DD-Disketten erhältlich und wenn man es ohnehin richtig machen möchte, dann greift man zu einem Diskettenlaufwerksimulator wie dem GoTek oder dem altgedienten HXC. Je nachdem, welche Art und wie viele interne Laufwerke man einsetzen möchte, ist in jedem Fall die Einstellung von J351 wichtig. Eine schöne Sache ist auch J352, welcher gleichzusetzen ist mit einem Bootselector. Hier kann man, wenn man das denn möchte, ein extern angeschlossenes Laufwerk als DF0, also als Bootlaufwerk, deklarieren. Werfen wir einen Blick auf das Daughterboard. Wie bereits gesagt, haben wir vier Zorro 3 Steckplätze, von denen eine um den Videoslot erweitert ist. Die restlichen drei haben in Reihe ISA-Bus-Steckplätze liegen, welche nur genutzt werden können, wenn ein Bridgeboard eingesetzt wird. Siehe YesterChips Folge 12 bis 16 und 20. Gehen wir nun auf die andere Seite des Daughterboards und was sehen wir da bzw. was sehen wir nicht? Richtig, es gibt keinen Hauptprozessor. Nur in der sehr späten, kostenreduzierten Version A40030 mit Revision D-Mainboard finden wir hier einen 68030er Prozessor. Bei allen anderen Revisionen braucht der Amiga zwingend eine Prozessor- oder Turbokarte zum Funktionieren. Für deren Anschluss ist dieser, uns aus dem Amiga 3000 bereits vertraute, 200-polige Prozessorslot bekannt. Die Version A40040 wurde mit der Prozessorkarte A3640 ausgeliefert, deren Bezeichnung glauben machen könnte, sie wäre eigentlich für den Amiga 3000 gedacht gewesen. Rein mechanisch würde sie auch passen, jedoch darf es sich nicht um die Revision 3.0 handeln. Diese funktioniert nur im Amiga 4000. Auf dieser Karte befindet sich ein 68040er Prozessor, der mit 25 MHz getaktet ist. Um die Karte betreiben zu können, müssen die Jumper J100 und J104 auf External gestellt werden. Abgesehen von der eben genannten kostenreduzierten Mainboard-Revision gibt es noch den Amiga 40030. Dieser hat statt der A3640 die A3630 Prozessorkarte installiert, welche auch als A3400 bekannt ist. Hierauf arbeitet ein 68EC030er Prozessor und für dessen Betrieb müssen J100 und J104 auf Internal stehen. Die Karten kann man sehr einfach gegeneinander austauschen. Einfach abziehen und stecken und fertig. Nicht so einfach ist die Zugänglichkeit, denn im A4000D geht's regelrecht kuschelig zu. Am besten man entfernt die geklipste Frontplatte und zieht den Laufwerksträger ein wenig nach vorne. Dann hat man Platz. Hier kann man auch so ein Ding reinhämmern. Ein
ganzer Stolz in der Sammlung, eine Cyberstorm Mark II mit Fast SCSI 2 DMR Controller, maximal 128 MB Fast RAM sind hier möglich und einen 50 MHz getakteter 68060er Prozessor. Naja, gut, okay. Zurück aufs Board. Hier sehen wir Ramsey. Der kümmert sich als RAM-Controller um unseren Arbeitsspeicher. Und hier die beiden Kickrom-Bausteine. Alle Commodore Amiga 4000 wurden anfangs mit Kickstart 3.0 ausgeliefert. Diese kann man aber, genauso einfach wie im A1200, gegen Kickstart 3.1 austauschen. Das hier ist der interne, taktvorgebende Quarz, welcher mit seinen 50 MHz dafür sorgt, dass Prozessorkarten ohne eigenen Quarz, wie etwa die A3630, 25 MHz Prozessorfrequenz liefern können. Gary kennen wir noch aus den OCS-ECS Amigas, er hat immer noch den gleichen Job des Adresscoders und er hat lediglich ein wenig zugenommen und heißt jetzt Fat Gary. Hier ist der Anschluss für die Diskettenlaufwerke, ganz normal 34-polig. Und hier wird's jetzt zwiespältig. Wie im Amiga 1200 finden wir hier einen IDE-Anschluss. Im Amiga 4000T vergleichsweise bekommen wir zusätzlich zu dem IDE-Anschluss auch noch einen Fast SCSI 2-Anschluss geliefert, an den man bis zu 7 Geräte anschließen kann. An unseren IDE-Port hier können wir bekanntlich nur 2 Geräte anschließen, eben Master und Slave. In vielerlei Hinsicht ist der IDE-Port dem SCSI unterlegen. Allen voran die geringere Geschwindigkeit, denn wenn man nicht gerade den PIO2-Hack machen möchte, so hat man nur PIO0 zur Verfügung und das ist, verglichen mit Fast SCSI 2, ziemlich langsam. Ich möchte hier aber eine Lanze für den IDE-Port brechen. Heutzutage werden wohl nur noch die wenigsten wirklich mit dem Amiga arbeiten wollen. Entsprechend sind hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten eher untergeordnet zu betrachten und, nur um mal eine Zahl genannt zu haben, mit dieser 160 GB Seagate Festplatte hier und der A3630 Prozessorkarte gibt mir SysInfo einen Drive Speed von 2,9 MB pro Sekunde an. Das ist doch schon ganz ordentlich. Dazu kommt, dass man heute noch viel leichter und entsprechend kostengünstiger an IDE-Endgeräte herankommt als an 50-polige SCSI-Geräte. Auch können wir auf neuere Geräte zurückgreifen, Beispiel Festplatte. Und denken wir hier noch etwas weiter mit Blick auf den A1200 etwa, denn dann sind wir schnell bei der Tatsache, dass man mit nur sehr wenigen Mitteln eine Compact-Flash-Karte oder ein anderes Flash-Modul als Festplatte am IDE-Port betreiben kann. Also alles in allem, so schlecht ist das gar nicht. Und mal ganz davon abgesehen, wo will man denn auch bis zu 7 SCSI-Geräte im Amiga 4000D unterbringen? Ist doch gar kein Platz dafür da. Wie im Amiga 3000 kann man doch hier schon froh sein, wenn man im hinteren 3,5 Zoll Schacht bis zu 2 Festplatten unterbringen kann. Wer Highspeed SCSI haben möchte, der kommt eben um den Kauf einer Turbokarte mit eigenem SCSI-Controller nicht drumherum. Hinten seht ihr jetzt noch einen Eigenbau von mir, ein IDE auf Compact Flash Adapter. Ideal für den Austausch größerer Daten oder für das, was wir in der nächsten Folge machen werden. Normalerweise habe ich die vorhin gezeigte Cyberstorm Mark II im Einsatz. An deren SCSI-Modul hängt per A-Card SCSI auf IDE Bridge eine SSD-Festplatte. Trotzdem kann man den internen IDE-Port des A4000 Mainboards weiterhin benutzen, sodass ich daran ein CD-ROM-Laufwerk und eben diesen Compact Flash Adapter angeklemmt habe. So geht's auch. Der Amiga 4000 wird von manchen als der Amiga bezeichnet, der bei seinem Erscheinen bereits rückständig war. Im Vergleich zu seiner direkten Konkurrenz auf dem PC-Markt kann man da nur bedingt zustimmen. Schaut man aber in die Amiga-Entwicklungsabteilung hinein, so trifft diese Aussage sogar zu, denn eine der wichtigsten Neuerungen des 4000ers im Vergleich zu seinen Vorgängern ist der AGA-Chipsatz, welchen wir auch im Amiga 1200 finden.
Zum Zeitpunkt des Erscheinens hatten die Entwickler aber bereits den für damalige Verhältnisse revolutionären AAA oder AAA-Chipsatz in der Schublade. Dessen Realisierung im A4000 hätte die Vorreiterrolle der Amiga-Serie bekräftigt, doch AAA wurde vom Commodore-Management, warum auch immer, unter Verschluss gehalten. Oder sagen wir es so, Commodore nahm den AAA-Chipsatz mit ins Grab. So, jetzt habt ihr sie gesehen. Die Hardware des 4000D macht doch schon einiges her und ist in der Amiga-Sammlung natürlich unverzichtbar. Ich benutze den 4000er regelmäßig immer dann, wenn ich mal eben schnell etwas ausprobieren möchte, halt weil er eben schnell ist. In der nächsten Folge knüpfen wir hier nahtlos an und verpassen dem 4000er sein standesgemäßes Betriebssystem, das letzte offiziell erschienene für klassische Amigas, das OS 3.9. Und da werden wir vor einem Henne-Ei-Problem stehen, zu dem ich, wie ich glaube, eine ganz passable Lösung gebastelt habe. Außerdem räumen wir mit dem Gerücht auf, dass die Installation des Smart File Systems in irgendeiner Art und Weise schwer, kompliziert oder gar doof wäre. Das stimmt nicht. Einstweilen dann, ihr Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl ich ein bisschen verschnupft und heiße ins Mikrofon rein nuschle. Bis zum nächsten Mal dann. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.